Trauer um ihren Manager Franchino Tuzio. Michaela Hunziker, 40, im Wechselbad der Gefühle, eben noch feierte sie Hochzeitstag mit ihrem Liebsten Tommaso Trussardi, dem sie am 10. Oktober 2013 in Bergamo ihr Ja-Wort gegeben hatte. 4 Tage danach erhält sie die traurige Nachricht, dass ihr langjähriger Manager Franchino Tuzio gestorben ist. Auf Instagram nimmt die Moderatorin mit rührenden Worten Abschied. Michaela Hunzikers Herz ist gebrochen. Unter ein Foto von sich und dem Verstorbenen beginnt sie ihren Abschiedsbrief mit den Zeilen: Ich war 20 Jahre alt, als du in mein Leben tratst. Du warst mein Held. Ihr Herz schmelze, wenn sie an daran denke, dass er ihr immer beigestanden habe. Er habe sich wie ein Vater um sie gekümmert. Du hast so viel Liebe und Leidenschaft für uns alle investiert. Was für einen wundervollen Weg wir zusammengegangen sind. Ihr Manager sei großzügig, ironisch, einfühlsam, intuitiv, originell, uneigennützig, genial, lustig und diskret gewesen, schwärmt Hunziker. Er habe sie so sehr beschützt, dass sie manchmal Dinge vor ihr verschwiegen habe, aus Angst, ihm Sorgen zu machen. Der Schmerz, ihn nicht mehr umarmen zu können, zerreiße sie. Mein Frank. Für immer, schließt die 40-Jährige ihren gefühlvollen Post. So starb der Manager, wie die italienische Website Spettacoli e Cultura berichtet, ist der Manager am Samstag, 13. Oktober, in einem Krankenhaus en Mant nach langer Krankheit gestorben. Der Italiener war Inhaber der Agentur Notoria, die neben Michael auch deren Tochter Aurora Ramazzotti, 20, und andere bekannte italienische Künstler vertritt. Für Hunziker ist es innerhalb weniger Wochen der zweite traurige Abschied. Im August starb ihr guter Freund und Kollege Gio Caldarelli mit 74 Jahren ebenfalls nach langer Krankheit in Mant. Freude über Hochzeitstag währt nur kurz am 10. Oktober 2013 hatte Michaela Hunziker dem Unternehmer Tommaso Trussardi in Bergamo das Ja-Wort gegeben. Das Paar hat 2 Kinder, Sole, 4, und Celeste, 2. Den romantischen Jahrestag ließ die Moderatorin auf Facebook nicht unerwähnt und machte ihrem Liebsten eine öffentliche Liebeserklärung: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Vor 3 Jahren wurden du und ich eine Einheit. Unter dem Herzen trug ich die kleine Celeste und hinter mir lief Aurora mit Sole an der Hand. Eine unglaubliche Erinnerung in meinem Herzen. Ich liebe dich. Die Ehe mit Eros Ramazzotti hielt nur 4 Jahre, doch Michaela fand bald eine neue Liebe. Mittlerweile ist sie stolze Mutter von 3 hübschen Töchtern. Es könnte noch weiteren Nachwuchs geben, wenn es nach Michaela geht.